Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier mit Sherry zusammen unterwegs und sind schon ein gutes Stück weitergekommen. Wir sind tatsächlich letztes Mal aus dem Polizeirevier ausgebrochen, also rausgegangen komplett, also auch aus der Kanalisation durch die Fabrik, haben Mr. X getroffen. Sind jetzt auf dem Weg ins Labor, haben William Birkin einmal umgenockt und im Prinzip hat sich jetzt dieser Zug irgendwo verkantet, beziehungsweise er hängt fest, da muss ich einfach mal sagen. Ja, gucken wir uns doch einfach mal hier um. Ich meine, was ist denn hier los? Warum hängt denn der Zug jetzt fest? Ich meine, das hier ist ja noch nicht das Labor. Ich meine, auf der Karte steht zwar Labor B1, aber das hier ist doch nicht das Labor. Guckt mal. Das hier ist irgendeine andere Etage als das, wie wir bei Leon rausgekommen sind. Okay, Sherry, wir lassen sie einfach im Zug anscheinend. PL600. Was ist das jetzt hier? Genau. Kletter einfach mal da rein. In bester James Bond-Manier. Oh. Wo sind wir denn? Ach nein, ausgerechnet jetzt fährt der Zug weiter. Verdammte Mist, ey. Ja, danke für nix. Jetzt haben wir Sherry allein im Zug gelassen. Ach, Claire. Das Glück ist auch nicht unbedingt auf unserer Seite, wa? Was ist das jetzt hier für ein Bereich? Da kommen wir auch nicht mehr hoch, ne? Ein Aufzug allerdings ohne Strom. Es ist auf jeden Fall irgendein Bereich vom Labor. Aber ich weiß halt nicht, welcher Bereich das jetzt nochmal war. Was ist denn das jetzt hier für ein Bereich? Den kenne ich jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht, diesen Bereich, ne? Was ist das jetzt hier? Eine Kiste! Ach Gott sei Dank, Freunde, da ist eine Kiste. Ach, ihr seid so nett. So, nimm direkt die Muni mit. Und eine Heilung mit. So, dann fühle ich mich wieder ein bisschen sicherer hier. So. Die Geräusche hier gefallen mir gar nicht, aber gut. Da ist ein grünes Kraut. Das werde ich zuerst mal in die Kiste legen. Weil das werden wir bestimmt noch brauchen. Wobei, ich bezweifle das mittlerweile, weil wir haben noch so viel an Heilung. So, was ist das hier für eine Kiste? Lassen wir erstmal da stehen. So, was ist denn jetzt hier? Ein Schalter für den Lift. Betätigen, ja, mach mal. Das sieht mir wie so eine Art Energieraum aus hier. Na? Irgendwie eine obere Etage. Oder sowas. Was ist das hier? Oh, guck mal. Da liegt ein Zombie mit einem Brief. Untersuchungsbericht über P-Epsilon-Gas. Aha. Okay. Dieser Bericht erfordert sofortige Bearbeitung. Das Gas mit der Bezeichnung P-Epsilon eignet sich laut Untersuchungsergebnis dazu, alle bioorganischen Waffen auszuschalten. Ah. Daher wird es als Notfallmittel eingesetzt, falls es zu einem Bow-Ausbruch kommt. Aha, krass. Mhm. Berichte von früheren Zwischenfällen weisen auf die entfernte Möglichkeit unerwünschter Nebenwirkungen hin. Das Gas P-Epsilon schwächt nachweislich die Zellfunktion der Bow. Okay. Eine längere oder wiederholte Anwendung kann allerdings zur Bildung von anpassungsfähigen Antikörpern und damit zur Immunität gegen das Gas führen. Außerdem wurde beobachtet, dass einige Gruppen von Po
Poe? Poe, okay. Poe. Na gut. Das Gas wie eine Art von Nahrung verwendet. Ah, Pflanzen wahrscheinlich. Plant Organic Weapon oder so. Das Gas wie eine Art von Nahrung verwerten, wobei sie die enthaltenen Toxine speichern und gegen Bedrohungen als Waffe einsetzen. Daher sollte der Einsatz von P-Epsilon-Gas auf extreme Fälle beschränkt bleiben. Wir fordern die Führung dringend auf, den Sinn des installierten P-Epsilon-Gas-Systems zu überdenken. Es wäre im Interesse der Sicherheit wünschenswert, wenn das sofort geschehen könnte. Sicherheitsabteilung, zweites Forschungs- und Entwicklungsteam. Ich befürchte, dieses P-Epsilon-Gas ist das, was wir mit Leon aktiviert haben, oder? Ein Farbband. Okay, nehmen wir einfach mal mit. Hier haben wir noch mehr Brandmunition. Oh, 12 Stück. Ach du Scheiße, warum kriegen wir denn hier 12 Schuss Brandmuni? Meine Güte. aber sonst ist hier nichts. Sonst ist hier gar nichts. Was ist denn... Hä? Ist hier noch irgendwas... Da ist ein Aufzug. Ja, okay. Hm. Da ist ein Aufzug, Freunde. Wartet mal. Aber wartet mal erstmal. Mir kommt da eine Idee. Wartet mal. Gucken wir erstmal, was mit dem Aufzug hier ist. Da geht's jetzt nochmal rein. Wo geht's denn jetzt noch hin? Das ist gerade sehr verwirrend für mich. Ach du Scheiße. Da werde ich zumindest jetzt die Granaten los. Da ist Licker. Wo sind wir denn hier, sagt mal. Labor B3. Da ist er. Der Licker. Ach du Scheiße, der lebt noch. Okay, Prozentwaffe. Und draufballern. Oh Gott. Oh Gott, die Prozentwaffe bringt aber gar nichts gegen Licker, wa? Doch. Okay, sehr gut. Doch, doch. Okay, wir sind noch grün, Freunde. Alles klar, sehr cool. Was ist denn das jetzt wieder hier? Was ist das alles hier? Komplett neuer Bereich. Eisenschmelze, oha. Zutritt nur für Werksangehörige. Ja, wer will denn freiwillig da reinspringen? Ich glaube, selbst Werksangehörige wollen da nicht reinspringen. Naja, gut, Freunde. Alles klar. Wir haben 2 Licker platt gemacht. Was ist das jetzt hier vorne? Was ist das denn? Sieht aus, als könnte man damit den Aufzug in Bewegung setzen. Knopf drücken. Jawohl, mach mal. Ja, perfekt. Der Strom für den Aufzug ist bereits eingeschaltet. Ja, cool. Okay, also die Eisenschmelze. Hm, alles klar. Boah, schaut euch diese Licker an, ne. Die sind auch noch mutiert, wie ihr seht. Die anderen Licker vom Anfang sahen ein wenig anders aus. Krasse Dinger. Aber die Prozentwaffe ist auch gut gegen Licker. Man muss nur wissen, wie man zielt. So. Dann haben wir jetzt eigentlich noch eine Sache, die ich ausprobieren will. Und zwar, da oben ist ja noch so ein Bereich. Guckt mal, da oben, da ist ja so ein Gang, ne? Und wir haben hier oben eine Kiste. Die würde ich jetzt gerne mal hier unten hinschieben. Beziehungsweise würde ich das gerne mal versuchen. Und dann mal da hochzugehen. Muss ich mal gucken, ob das funktioniert jetzt. Betätige bitte den Lift. Und dann müssen wir mal die Kiste mit nach unten nehmen. Da bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt hinkriegen. Und ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Resi 2 und hoffe, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Mir macht es unglaublich viel Spaß, dieses Spiel mit euch zu spielen. Auch weil es ja noch einen sehr hohen Anklang findet, dieses Spiel.
Was ich sehr gut finde, weil es hat es verdient. Definitiv. So, Freunde. Können wir jetzt damit runter? Wir können tatsächlich damit runter. Okay, krass. Okay, dann... Ah! Ah, shit! Habe ich das jetzt gerade verkackt? Oder können wir da noch hinter? Weil ich glaube... Es sei denn, ich muss ja jetzt nochmal rein und raus, ne? Ah, doch. Ich komme dahinter. Okay. Alles klar. Weil ich möchte gerne diese Kiste nämlich da in die Mitte schieben. So. Ach, okay. Schieb die Kiste bitte vom Fahrstuhl weg. Wenn wir es jetzt ganz geschickt machen, kriegen wir das hin. Ah, sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. Weil dieser... Das ist scheinbar optional ein Bonus. Und den würde ich ganz sehr gerne mitnehmen, diesen Bonus. Von daher, ja, bewegen wir mal die Kiste dahin hin, damit wir... Stopp! Stopp, 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 wir können den ja nicht ziehen. So, kommen wir hier durch? Stopp. Hier kommen wir durch, okay. Nein, nicht weiterschieben. Weil, ich weiß ja nicht, was da jetzt noch für uns ist, ne? So, ich würde sehr gerne nochmal da hoch. Von daher, ja, genau wie gesagt, sehr großer Anklang. finde ich super. Das macht das Ganze auch nochmal viel authentischer für mich. Als dass ich es alleine spielen würde. Deshalb, ja, ist schon ganz cool. Okay, Claire, kannst du hier hoch? Du kannst tatsächlich hier hoch. Ah, krass. Was ist das denn jetzt nochmal hier? Ach, wie geil, Freunde. Wir haben hier irgendwo noch eine Geheimtür. Verschlossen. An der Tür steht E-Raum. Shit. Wir haben es also doch noch nicht. Die ist zu. Okay. Aber wir haben zumindest schon mal den Weg hier. Und das ist doch mal mega nice. Okay, dann würde ich sagen, lasse ich die Kiste jetzt so da stehen und, nehme den Aufzug draus. Und ja, im Prinzip sind wir dann auch schon tatsächlich im Labor angekommen. Ich frage mich halt nur gerade, ob es Sherry gut geht, ne? Die haben wir ja so verpeilt, wie wir sind, im Zug gelassen. Und der ist dann weitergefahren. Natürlich genau dann, als wir hier angekommen sind. So, hier. Ja, voll, Freunde. Sehr schön. So. Ach. Geil. Elevator A2. Zum Öffnen der Fluchtwege brauchen Sie den Hauptschlüssel. Okay. Hauptschlüssel? Den habe ich nicht. Aber hier ein Aufzugsschalter. Dann fahren wir einfach mal nach unten. Bin ich jetzt mal gespannt, wo wir da rauskommen. Ich habe schon eine Vorahnung, wo wir rauskommen, aber ist es echt so? Ja, es ist echt so. Und guckt euch das an. Nackte Zombies. Nackte Zombies, Freunde. Jetzt kommen sie hier direkt mit nackten Zombies an. Sehen die eklig aus, ey. Mit der Po-Ritze da. Boah, auch noch voll gekackt. Auch noch voll gekackt. Oh mein Gott. Ja gut, aber so können wir... Ach, da ist noch einer. Da ist noch einer da. Schieß da drauf, da! Hallo, wie viel hältst du aus? Wie viel hält der aus? So. Ah, jetzt sind wir nämlich wieder in dem Bereich, wo wir mit Leon angekommen sind. Ganz genau. Und ja, Sherry sollte jetzt eigentlich hier in diesem Aufzug sein. Ah, ich hoffe, sie ist noch da. 34% haben wir noch. Das ist eine richtig gute Waffe, die wir gerade in Händen halten. So, Sherry, wo bist du? Bist du hier?
So, F757-Zug hier. Alles klar. Bist du hier? Verdammt. Sherry? Where is she? Verdammt, natürlich ist sie wieder weg. Kinder. Warum müssen Kinder auch immer wegrennen? Ach ja. Na gut, Freunde. Dann müssen wir sie wieder suchen. Ja, das sind die Regeln des Mutterseins. Im Prinzip. Claire. Und genau hier drin. Ja, hier sollte jetzt eigentlich ein Safe-Raum sein, ne? Ja. Goldrichtig. Ha, wunderbar. Und wir kriegen nochmal Brandmuni. Sicherheitshandbücher. Nochmal Brandmuni. Oh, 44 Schuss. Alter Schwede, das ist schon echt heftig. 66 Schuss insgesamt. Nochmal ein paar Farbbänder. Eine alte Schreibmaschine. Ja, nein, möchte ich nicht. Nein! Um Gottes Willen. Geh wieder raus hier. So. Wir haben noch gar nicht gespeichert. Sicherheitshandbücher. Ja, gut, okay. Ada ist tatsächlich nicht mehr da. Sie ist weg. Nochmal Muni. Tonys Arms. Cool. Und dahin haben wir nochmal ein grünes Kraut. Nehmen wir auch mit. Und hier? Ja, liegt keine Ada diesmal. Okay, Freunde, verdammt interessant. Muss ich ja ehrlich mal sagen. Also, die normale Muni, die kann ich eigentlich auch 104 Schuss. Die kann ich eigentlich auch ablegen, würde ich sagen. Ja, jetzt haben wir hier so ein bisschen Item-Management mal wieder. Eine Sekunde. Die Farbbänder, wo sind die Farbbänder? Verdammt nochmal. Da ganz oben. Da oben gehören nur Waffen hin. So. Hier, wir haben hier noch diese Blitzwaffe, ne? Aber wir haben so viel gutes Zeug. Eigentlich, ne? Ich meine, wir sind ein lebender Waffenschrank. Würde ich jetzt mal ehrlich mal behaupten. Also das ist ja schon richtig krass, was wir, wie wir hier rumlaufen. Alles klar, dann haben wir jetzt hier auch... Ach, jetzt haben wir auch hier B1, B2, B3, B4. Ah, okay. Gut, Freunde, dann haben wir hier wieder mit dem Main Shaft. Und da gucken wir uns mal hier um. Genau, wie es hier aussieht. Haben wir jetzt hier Strom? Ah, das ist wie dieser geile Star Wars-Bereich hier. Haben wir wieder Strom oder müssen wir wieder einschalten? Wir müssen wieder einschalten. Ein riesiges System von Sicherungen, das den Strom im ganzen Labor absichert. Die Hauptsicherung wurde herausgenommen, dadurch haben einige Laborbereiche keinen Strom. Stand da abgesichert? Absichert, ja tatsächlich, okay. Gut. Wir haben wieder zwei Gänge, so wie bei Leon. Ich würde aber sagen, wir gehen tatsächlich erstmal hier in den blauen Gang. Genau, Freunde. Umbrella steht da auch. Wieder in diese nette, nette Dino Crisis Tür. Und, kommt hier irgendwas an Gegnern? Ich glaube nicht, oder? Kommen hier Gegner? Den Schalter. Ja, das geht natürlich nicht. Na klar. Es gibt keinen Strom. Ja, Schließkarte. Aber jetzt müssen wir quasi den gleichen Weg gehen wie mit Leon. Und zwar hier. Guckt mal. In dieser Eistür. Wiedersehen macht Freude, ne? Schon, ja. Und hier ist es auch wieder verdammt eisig. Auch mit Claire. Und du rennst hier mit einer kurzen Hose rum. Mensch, Claire. Und du hast deine Weste noch an Sherry gegeben. Mein Erste-Hilfe-Spray ist schon mal gut. Aber hier ist auch wieder die... Tatsächlich. Schaut mal. Da ist wieder diese Sicherungsklemme. Das heißt, wir können gleich wieder diesen geilen Roboter hier bedienen.
Sieht aus wie ein Computer zur Datenorganisation. Okay. Eine Steuerung für Experimente bei extrem niedrigen Temperaturen. Ich könnte hier die Supraleitersicherung einsetzen, wenn ich eine Sicherungsklemme hätte. Ja, die hast du doch. Und zwar da. Bedien den Roboter, Claire. Dieses stylische Teil hier. Genau wie bei Leon. Es ist schon cool. Mitten in den 90ern haben sie hier einen Roboter. Auch wenn ihr sagt, dass das nicht so modern war, aber ich finde das cool, dass sie das da schon hatten. Dankeschön. Sehr nett von dir. Hauptsicherung. Mehr brauchen wir hier auch gar nicht, ne? Können wir hier noch irgendwas machen? Jetzt sagt sie schon gar nichts mehr dazu, ne? Der arme Roboter, Mensch. Er hat doch auch Gefühle. Ja, das weiß ich nicht, aber Claire ist halt lösungsorientiert. Okay. Genau, Hauptsicherung einsetzen. Dann sind wir jetzt hier in der East Area. Genau, wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Aber das kommt wahrscheinlich in der nächsten Folge. Wir werden jetzt noch die Hauptsicherung einsetzen und dann mal den roten Bereich noch etwas erkunden. Genau, Freunde. Durch Leon wissen wir ja so in etwa schon, wie es hier aussieht. In diesem Labor. Deswegen sollte das auch ein bisschen schneller gehen. Mit dem Durchkämmen des Labors. Aber dieser Bereich B1 bis B3 fand ich mal cool. Dass wir da nochmal so einen neuen Bereich hier hatten. Das war richtig interessant nochmal, ja. Okay. So. Hier hatten wir bei Leon Pflanzengegner. Was haben wir jetzt für Gegner? Sind da wieder Pflanzen? Schalter drücken. Schaut mal, das sind mutierte Pflanzen. Das sind mutierte Pflanzen. Um Gottes Willen. Verdammt, und wir sind schon vergiftet. Mit einem Erspucken. Zum Glück haben wir diese Brandmuni. Einmal. Oh. Die Brandmuni ist extrem effektiv, muss ich sagen. Verdammt, wir sind vergiftet. Muss ich jetzt echt nochmal zur Kiste raus, oder was? Oder haben wir hier nicht irgendwo den... Oh Gott, da ist noch eine. Da reichen zwei Schuss. Okay, perfekt, Freunde. Da reichen zwei Schuss. Boah. wir müssen tatsächlich nochmal zurück zur Kiste. Verdammt, ich habe nämlich kein Anti-Gift-Item mitgenommen. Ich Idiot. Oh, warum bist du denn jetzt wieder da? Ah, nochmal gespuckt hier. Aua. Oh Gott. Das ist wieder... Ach du Scheiße. Alter, Claire, geh ins Menü. Uff. Oh Gott. Was ist denn mit den Pflanzen los? Oh. Ja, jetzt habe ich aus Versehen das Frame-Limit ausgeschaltet. Mach die doch kaputt, Mann! Oh, Gottes Willen. So, schnell raus hier. Oh Gott. Was zur Hölle? Was sollte denn das? Was war das? Die stehen einfach wieder auf. Die Pflanzen, ja, das ist natürlich mega krass. Wir müssen schleunigst zurück und sonst ein blaues Kraut mitnehmen. Verdammte Kacke. Hier ist zum Glück nichts mehr. Einmal zur Kiste schleppen. Ja, ihr merkt's, ne? Mit Claire ist das Ganze ein bisschen schwieriger tatsächlich. Gut, dann können wir das erste Hilfespray austauschen gegen einmal grün-blau. Und dann heil dich bitte. Nutzen. Gut, alles klar. Dann müssen wir tatsächlich zwei Heilungen mitnehmen. Ach ja, ich meine, warum denn nicht ein blaues und ein doppelgrün? Das können wir doch perfekt zusammen mischen.
Dann haben wir eine fast Vollheilung. Gut, Freunde. Das war ja krass. Das war echt krass. Den Pflanzen da in dem anderen Bereich. Aber die haben wir jetzt ja erstmal platt gemacht, ne? Die Dinger. Und ja, genau, im Prinzip werden wir beim nächsten Mal dann weiter hier in dem roten Bereich hier mal weiter das Labor durchkämmen. Genau. Und boah, zum Glück haben wir die Brandmuni hier. Das ist natürlich auch logisch, ne? Brandmuni ist natürlich gegen Pflanzen echt top. Echt top. Gut, Freunde, allerdings würde ich mal sagen, wie es hier dann weitergeht in diesen zwei Türen. Von der anderen Seite aus verschlossen. Sehen wir dann beim nächsten Mal. Würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Jetzt gerne weiter den Kanal. Und wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen, kommt gerne auf den Discord-Server. Den habe ich ganz neu angelegt. Link ist unten in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss. Ne?